jetzt machen wir eine Pizza. Dom Heinzl Erinnerungspizza. Dann kommt drauf Soße aus Datteltomaten mit italienischen Gewürzen, dann etwas Parmesan, Basilikum, etwas Spinat. Die kommt dann auf den Grill, wird schön knusprig gegrillt und drauf wird ein geräucherter Burrata gezupft. Und auf den Burrata drauf geben wir dann ein paar schöne Tröpfchen Trüffelöl. Und das ist meine absolute Lieblingspizza. Das ist ein ganz schöner Pizzateig, den habe ich über 72 Stunden gehen lassen. Und hier haben wir schon alles hergerichtet. Da haben wir einen Semola, ein Weizengrieß, dass der Teig schön Flutstoff der Schaufel. Und hier haben wir noch versteckt ein Stückchen Parmesan. Und natürlich ein Trüffelöl. Im Herbst benutze ich natürlich auch gerne frische Trüffel. Und das alles vom Dual Chef mit Einsatz vom Smoke. Als allererstes werden wir jetzt den Burrata räuchern. Und ich finde, der Burrata hat so ein schönes, milchiges Aroma. Darum wird der Zern aber noch kurz angeräuchert. Und raucht schon. Oh ja, der ist schon rauchig. Nur 3-4 Minuten, das reicht voll. Das muss schon ein Mozzarella bleiben. Der darf schon Raucharomen haben, weil er auf den Grill kommt. Er ist natürlich fett, der nimmt natürlich Rauchereien unheimlich gut an. Und den lassen wir jetzt auskühlen. Und gleichzeitig da mal der Grill auf volle Hitze. Einschalten, dass wir den Pizzastein dann aufwärmen können. Ein Dual Chef ist super Pizza zu machen, weil ich hier eine tolle Hitze herbringe. Weil ich hier schon einen Pizzastein habe, der hier in einem Rahmen drin ist, wo die Hitze entkoppelt ist. Also der liegt nicht direkt auf dem Rost auf. Da machen wir jetzt unsere Pizza. Jetzt wird er voll aufgeheizt, auf 300 Grad. Das ist eine schöne Hitze, wo der hört. Und durch diese Deckelform kriege ich auch von oben eine schöne Strahlungshitze auf den Belag rauf, dass auch der schön durchschmort. Und ihr habt gesehen, wo ich den Pizzastein hergeholt habe. Von hier raus, da ist er rausgekommen. Schön hat er seinen Platz so denn. Weil es so schön ist, Mann beachte. Wie von Geistern, die macht nichts. Wir sind hier bei mir im Garten, in meiner Outdoor-Küche. Wir haben hier verschiedene Grills stehen, natürlich auch einen Outdoor-Chef. Und das ist so meine Spielwiese über das ganze Jahr. Gehen wir zum Pizzateig. Der muss vorbereitet werden. Das ist ein Pizzateig aus Nullermehl. Der ist jetzt schon etwas in die Breite gegangen. Aber man riecht schon, wenn man aufmacht, wie der gegärt hat. Und der ist jetzt 72 Stunden alt. Und hol den hier mit der Spachtel raus. Und jetzt kommt er aufs Brettchen, etwas Semola drunter und jetzt wird der verarbeitet. Das mache ich mal zuerst an den Rand, drücke das alles raus. Rau ziehen in die Länge. Seht ihr, wie dünn der wird in der Mitte. Semola, das ist ein Hartweizengrieß. Das ist besser als Mehl, weil es klebt nicht und ich kriege so einen Rutscheffekt auf die Pizzaschaufel drauf. Dass die Pizza super runterflutscht von der Schaufel und ich kann es da super auf dem Semola verarbeiten, ohne dass der Teig auf dem Brettchen kleben bleibt. Und jetzt nehmen wir die Pizzaschaufel, geben wir Semola auf die Pizzaschaufel drauf und ziehe den Pizzateig auf die Schaufel und kann ihn schon mit der Tomatensauce bestreichen. Dann kommt drauf etwas Parmesan. Dann kommt drauf etwas Basilikum. Zerrieben, dass er mehr Geschmack hat. Und über das Basilikum lege ich Blattspinat. Und der wird dann schön weich geschmort mit der Pizza. Beim Spazieren fallen mir oft Rezepte ein. Ich denke mal, was könnte jetzt mal wieder Neues machen oder was könnte den Leuten schmecken oder vor allem, was könnte auch mir schmecken. Und ich bin sehr stark unterwegs, saisonal und regional. Darum probiere ich auch zum Thema Frühling, Frühlingsrezepte zuzubereiten, im Sommer sommerliche, Herbst natürlich herbstliche und im Winter eher deftige Gerichte. Burrata und der Trüffel. Und Tomate gibt die Frische rein, der Parmesan gibt es einen leichten Knusper und der Spinat, da gibt es so erdige Noten rein, wo wieder wahnsinnig gut zum Trüffel passen.
Der Grill sollte ca. so 300 Grad haben. Wichtig ist, dass der Stein auch heiß ist. Darum heize ich den Stein mit dem Grill auf, dass der Stein auch seine Temperatur hat. Umso ausgewogener diese Temperatur ist zwischen Stein und Grill, umso schneller und gleichmäßiger ist die Pizza fertig. Pizza kommt auf den Grill, da haben wir jetzt aufgeheizt auf ca. 300 Grad und es regnet immer noch. Und es ist uns egal, weil bei schönem Wetter kann es jeder. Und jetzt flutscht sie rauf auf den Stein. Schaut mal her. Und da ist sie schon oben. Machen wir den Deckel zu, dass die Pizza trocken bleibt. Machen wir den Platz sauber, dass da mal als Errichter, der Burrata, haben wir da. Trüffelöl haben wir da. Pfeffer. Oh, die schaut gut aus. Und riechen tut sie auch nicht mal so schlecht. Jetzt nehmen wir diesen Burrata und zupfen den so auf die warme Pizza rauf. Ich tue den Burrata immer nachher auf die Pizza, weil der so frisch oder geräuchert einfach am besten schmeckt. Jetzt kann man hier nochmal einen Strich Parmesan drüber. Etwas Pfeffer und Trüffelöl. Und das darf schon nach Trüffel schmecken. Ich denke, das ist gut. Das ist meine Lieblingspizza. Ich brauche kein Fleisch, kein Wurst, kein Schinken, gar nichts. Das ist es. Sonst gar nichts. Und die schaut so einladend aus. Nein, nimm das das Kleinste. Oder Kleineres. Duschbeck. Wow. Ja. Tom Heinz, die Erinnerungspizza. Oh ja. Gut. Lassen wir so. Sehr gut.